Auf Abenteuermission in Hattorf am Harz. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hattorf geradelt, weil mir die Fleischerei Rexhausen im Hintergrund gestattet, ein paar Bilder für Maps zu machen. Und wer den Channel ein bisschen beobachtet, der weiß, dass ich einen Harzstein in Herzberg am Harz gefunden habe. Steht hinten auch Harzstein drauf. Das ist für den Hashtag Harzstein die entsprechenden Gruppen, weil man die Steine fotografiert und dann dort postet oder in seinem ganz normalen Stream. Und aus diesem Grund werde ich diesen Stein heute dann dort aussetzen. Das sind also ganz filigran schöne Kunstwerke, damit er von hier seine Reise fortsetzen kann. Wer diesem Harzstein zu einer weiteren Etappe verhelfen möchte, der merkt sich einfach Fleischerei Rexhausen in Hattorf am Harz. Ich habe den Stein eben gerade schon platziert. Da können also alle schon mal schauen, wo er denn genau liegt. Der ist neben dem Eingang, da wo die Öffnungszeiten sind, kann man ihn also auf dem kleinen Board entdecken, an sich nehmen und ihm zu einer weiteren Etappe verhelfen. Harzsteine sind ein super interessantes, einfaches und schönes Thema für YouTube. Sie lassen sich relativ easy zu Content verbraten, sage ich jetzt mal so, weil man kann einmal den Fund, die Aufnahme des Harzsteins dokumentieren und man kann sich natürlich immer wieder andere schöne Plätze suchen, da eventuell halt auch eine Koop mit Leuten eingehen, um sie weiter auf die Reise zu schicken. Harzsteine sind ein dankbares Thema. Ich empfehle das für YouTube, ist total geil. Und die Dinger sehen halt auch wirklich wunderschön aus. Also schickt sie auf die Reise. So, wir wollen hier einmal eine kleine Kamerafahrt machen, um einen minimalen Einblick zu gewähren. Ist bei Maps ja immer ein bisschen schwierig, da dann tatsächlich bei einem Video so richtige viele Informationen transportieren zu können. Aber ich denke, man sieht hier, die Auslage ist reichhaltig und es sieht alles total lecker aus.